Düsseldorf-Garath, neuer Stadtteil im Süddüsseldorfs für 30.000 Menschen. Menschen, die hier ihre neue Heimat fanden, Kinder, für die Garath Heimat ist. Zwei davon sind Plisch und Plum. Eines Tages verabschieden sie sich von ihrer Mami, winken noch einmal zurück. Und ziehen los, ihre Welt zu entdecken. Ihr erstes Ziel ist natürlich ein Spielplatz, wovon es in dieser zeugungsfreudigen Stadt eine ganze Menge gibt. Galopprennen, links nicht in Garath, aber dafür dies. Nun erreichen Sie das Zentrum Garaths, Mittelpunkt dieser Stadt mit vielen Einkaufsmöglichkeiten. Plisch und Plum steuern selbstverständlich erst das Spielwarenfenster an und geheime Wünsche werden wach. Hier werden die beiden geblendet von der Sonne und von der Fassade dieses Hochhauses. Hotel Achteck mit tatsächlich 8 Ecken. Natürlich überzeugen sich die beiden, ob der Wirt auch keine Ecke ab hat. Von dieser Schaufensterfront interessiert die beiden nur ein Fenster, der Zooladen. Denn darin hockt ein Affe, stellvertretend für alle Garather. Affen. Hier nun das Bankenviertel von Garath mit Dresdner Bank, Stadtsparkasse, Deutsche Bank, Commerzbank. Anscheinend ein wohlhabendes Volk, diese Garather. Nebenan Acapulco. Hier findet das Garather Nachtleben statt. Hier lässt Garath die Puppen tanzen. Der muss in den Landtag. Und der ist schon drin, allerdings nur im Fenster von Karstadt, dem großen Warenhaus am Platze. Oh, Eis in Sicht! Beim italienischen Eiscafé Gondola. Da müssen die beiden natürlich zugreifen. Plum ist sehr genügsam. Hinter dieser Scheibe befindet sich das Projekt von Garath und die beiden studieren ihren weiteren Wanderweg durch diesen Stadtteil. Die Garather fortschrittlich, modern und weltoffen, wie diese Auslagen zeigen. Da oben ist der erste Möbelwagen des ersten Garather Bürgers und wie viele inzwischen nachgekommen sind, kann man an diesem lustigen Treiben erkennen.
Landtagswahlkampf in Garat. Und wer unbedingt nach oben will, dem wird der Marsch geblasen, auch von den Jüngsten. Nun erreichen Sie das Bahnhofsviertel. Übergang vom Zentrum zum Bahnhof. Hier entdecken die beiden einen interessanten Ausblick auf die Garater Beine, die gut zu studieren sind. Männerbeine, Frauenbeine, Mädchenbeine, dicke Beine, dünne Beine, krumme Beine, gerade Beine, O-Beine, X-Beine und natürlich auch Dackelbeine. Und nun besuchen die beiden den Bahnhof Garat. Sie steigen die Stiegen empor und bestaunen das Fluidum der großen weiten Welt. Tag und Nacht rauschen die Züge vorbei. Züge von Hamburg nach München, von Rom nach Amsterdam, von Paris nach Moskau. Alle kommen durch Garat. Alle Passagiere genießen den Blick auf Garat. Denn von hier aus hat man einen guten Rundblick über die sich neu entwickelnde Stadt. Hier eine Möglichkeit zum Mitfahren. Die S-Bahn rollt herein. Aber die beiden bleiben zurück. Sie können noch nicht mitfahren. Schließlich müssen sie ja noch Garat weiterentdecken. Hier erreichen Sie die Frankfurter Straße, Hauptverkehrsader von Garat. Ein imposantes und pulsierendes Leben, das die beiden von der Brücke beobachten. Wie Gespenster rauschen die schnellen Wagen vorbei. Von da aus ziehen die weiter und schließen sich einer Gruppe anderer Personen an und entdecken schließlich zur größten Überraschung den Rummelplatz, wo es gerade heiß hergeht. Frisch und Plum verlassen nun den Rummelplatz und da kommt ihnen der Schützenzug entgegen. Und hier sogar der König von Garat.
Sie erreichen nun die Hauptschule und entdecken in der Sporthalle gerade den Garater Sportverein beim Männerturnen, die beiden natürlich sehr belustigend ist. Nachdem sie die Sport... haben, müssen Sie natürlich auch Ihr Können unter Beweis stellen. Garath besitzt auch eine Reihe interessanter Bauwerke, die sich hauptsächlich in Kirchen widerspiegeln. Hier die Kirche St. Norbert. Und das ist der Turm der Dietrich Bonhoeffer. In diesem Bauwerk finden die Garather zwar kein Seelenheil, dafür aber Wärme. Es ist das zentrale Heizwerk. Hier die Hoffnungskirche. Und das ist der Clou, die Matthäuskirche. Ein eigenwilliger Bau des bekannten Kirchenarchitekten Professor Böhm. Im Volksmund Garath. Das leuchtende Rot überdeckt alle Schattenseiten Garaths. Direkt nebenan ein kleiner Ableger, die Kapelle des angrenzenden Altersheimes. Das ebenfalls von Professor Böhm entworfene Altersheim findet in Fachkreisen weltweite Beachtung. Frisch und plump ziehen es jedoch vor, noch nicht hineinzugehen. Da hier erreichen die den Garather Wald, wo ihnen viele Radfahrer begegnen, denn Garath ist ein Volk von Radfahrern. Und hier der größte Fluss Garaths mit immerhin noch klarem Wasser. Garath hat auch ein Schloss, das allerdings völlig zweckentfremdet genutzt wird. Es beherbergt eine Postschule. Ständig immer, wie verwandelt man chronisches Defizit in Rentabilität? Es bleibt fraglich, ob die alten Mauern die Problemlösung überdauern können. Weiter geht es durch interessante Gärten mit allerlei Überraschungen. Bis sie am Stadtrand zur Baustelle der neuen EB8 kommen. Die Baumaschinen werden Tausende von Kubikmeter Sand bewegt, worauf in wenigen Jahren Tausende von Autos Garath durchqueren werden. Unter diesen abgestellten Baumaschinen
können sich die beiden verstecken. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen und es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Gespannt und ja, ihre Mami ist zu Hause und es gibt ein lustiges Wiedersehen. Hungrig stürmen die beiden herein und schwingen sich auf die Stühle. Nach dem Essen wird der gerade Staub abgeduscht und anschließend geht es gleich in die Betten. Und im Traum ziehen die Erlebnisse des Tages an Plüsch und Plum nochmals vorüber. Erlebnisse in einer wahrhaft aufregenden Stadt. Das Leben in Garat geht indessen weiter. Auf den Straßen pulsiert der Verkehr und in den Lokalen beginnt das Nachtleben. Aber nicht für Plüsch und Plum. Noch nicht.